Wenn das Publikum, wenn es dann 20.000 sind, kann ich auch nur bitten, sich auch unterzuordnen und auch alles dafür zu tun, dass die Mannschaft dieses Selbstvertrauen über die kompletten 90, 95 Minuten hat. Jede Anfeuerung, jeder Applaus, jede Unterstützung wird uns auch am Sonntag helfen können. Moin Trainer, nun hat uns der Alltag wieder und ich muss ehrlich sagen, als ich gestern so ein bisschen auf Herrentag gemacht habe, schön auf dem Rad und bei dem schönen Wetter, habe ich gedacht, was werden denn die Jungs jetzt machen? Müssen die wieder auch alles verzichten und Training machen und den harten Alltag genießen oder gab es so ein bisschen auch was, sind ja schließlich auch Männer? Sind Männer, Herrentag, dennoch haben wir Videoanalyse gehabt, Taktiktraining, richtiges Training, waren gestern Morgen 9 bis 16 Uhr hier auf der Anlage. Ich war ein bisschen eher weg, weil ich einen wichtigen Termin hatte für Energie Cottbus. Aber die Spieler, die haben sich so verhalten, wie sie es immer machen, 3 Tage vorm Spiel. Absolut professionell. Ich denke, dass das auch jetzt in der Phase den Fokus auch da behalten sollte. Wir können vielleicht in 10 Tagen jeden Tag längere Zeit Herrentage haben und Kindertage, habe ich gesagt, und Frauentage, alles, was dazugehört. Aber erstmal sollten wir unsere Hausaufgaben machen. In einer komplexen Saison, dennoch mit den letzten Siegen dürfen wir auch das Selbstvertrauen haben. Das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen, die dann am Sonntag kommen und was die Mannschaft dann speziell auch in den letzten Wochen wieder geleistet hat. Du hast gerade gesagt, so in den letzten Spielen, da würde ich gerne mal anknüpfen, da hat sich so eine absolute Stabilität, glaube ich, auch herausgebildet, dass man sagt, okay, das ist es das, was wir können, was wir wollen, womit wir erfolgreich sind. Wann gab es denn diesen Knackpunkt? War es wieder ein Negativerlebnis, was den Hebel umlegen hat lassen oder ist es einfach nur die Phase, dass man sagt, ja, aufs Ende zu wird alles interessanter und jeder reißt sich am Zippel und macht so gut er kann? Ja, wir hatten ja zwei. Einmal Erfurt. Danach haben wir einiges verändert und dann Chemie Leipzig. Obwohl Chemie Leipzig muss ich ja ein bisschen differenzierter sehen. Also das war natürlich nach den ganzen englischen Wochen. Und dann nochmal in der englischen Woche. Boah, kann aber auch sein, dass der ein oder andere dann wirklich müde war. Zumindest bei Kusic und so war es ja auch so. Da habe ich einfach verpasst, ihnen da eine Pause zu geben. Dennoch haben wir darauf auch nochmal eine andere Analyse gemacht, als wir es sonst gemacht haben. Und dann habe ich ja gesagt, wenn wir uns nicht unterordnen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dass diese Unterordnung, das hört man ja auch von den Spielern, dass sie diesen Matchplan oder die Pläne, die wir dann uns gemeinsam erarbeiten, dass sie den komplett mitgehen. Und das ist ja das Schöne. Ich meine, jetzt kommt wieder jemand rein, der macht den Pass, der andere macht das Tor. Das sind ja Momente, die eine Mannschaft gut tun und dann auch an den Glauben immer mehr den Glauben bringen und die Überzeugung, weil das schon immer meine Überzeugung war, wenn man keine Tiefe hat und keine Geschlossenheit und keine Gemeinsamkeit, dann wird man das nicht erreichen können. Nehmen wir jetzt auch wieder ein Beispiel, zumindest in der Champions League tritt ja Dortmund als diese Einheit auf. Und die anderen, die wollten das dann auch mal machen und dann scheidest du einfach aus. Ich glaube, das ist ein Schlüssel und dann natürlich auch jetzt diese Überzeugung aus der letzten Saison, die Erfahrung aus der letzten Saison und diese Überzeugung mit diesen Siegen, das gibt dir natürlich Selbstvertrauen, dann kommst du auch in so einen Flow, wenn du die letzten beiden Auswärtsspiele siehst, 3-0, 2-0. Bei wirklich guten Gegnern, mit guten Spielern, aber so aufzutreten, so überzeugend aufzutreten, kannst du natürlich, oder warum sollst du dann auch nicht im nächsten Heimspiel so auftreten können? Ist dann dieses Selbstverständnis jetzt angekommen, dass man sagt, ja okay, wir haben das jetzt bewiesen mit 2-0 Spielen, na erst recht, wenn wir das zu Hause doch auch hinkriegen, dass man also mit breiter Brust, sagt man ja immer, ins Rennen geht und sagt, ja uns kann keiner, wir machen schon. Ja, wir machen schon, das ist natürlich so ein bisschen, das ist nicht so die richtige Wahrheit, sondern wir brauchen natürlich schon auch unsere Struktur, wir brauchen die, wie man heutzutage immer so schön sagt, wiederhole ich immer sehr gerne, diese Prinzipien, und dann brauchen wir natürlich auch einen Matchplan, dann brauchen wir auch am Sonntag, wir können jetzt nicht sagen, ja, weil wir die anderen Spiele gewonnen haben, dann wirst du dieses Spiel sicher, das wird auch den Gegner nicht gerecht.
der das in dieser Saison wieder gut macht. Das habe ich jetzt mehrmals darauf hingewiesen, wenn wir gegen sie spielen. Sie haben immer einen guten Plan, sie haben immer eine gute Orga, sie haben immer eine gute Vorstellung, sie haben immer ein gutes Anlaufverhalten. Und von daher brauchen wir das Optimum. Aber ich sage ja auch, wenn das Publikum, wenn es dann 20.000 sind, kann ich auch nur bitten, sich auch unterzuordnen und auch alles dafür zu tun, dass die Mannschaft dieses Selbstvertrauen über die kompletten 90, 95 Minuten hat. Jede Anfeuerung, jeder Applaus, jede Unterstützung wird uns auch am Sonntag helfen können. Und dann, wie ich immer so schön sage, hoffentlich die richtige Entscheidung schon vorm Spiel treffen, um während des Spiels dann richtig nachlegen zu können. Denkt ihr auch daran, dass es schon die große Entscheidung geben kann am Sonntag? Wir denken nur daran, dieses Spiel zu gewinnen. Auf alles andere haben wir keinen Einfluss. Und wenn man bei uns bleibt, ich glaube, irgendein Spieler hat es auch gesagt, hat gesagt, warum da hingucken, das ist nebenbei. Wenn wir beide Spiele gewinnen, ist die Tabelle so, wie sie sein soll für uns. Ich habe immer gesagt, wir brauchen 72, 73 Punkte. Habe ich im Winter der Mannschaft gesagt, bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn man so die Hinrunde sieht und dann die ganzen Paarungen und so in den letzten Jahren, also haben immer so 70, 72 Punkte gereicht. Wir haben jetzt 67, sag nochmal, wir haben das bestätigt von der letzten Saison mit den ein oder anderen Rückschlag in dieser Saison. Das ist außergewöhnlich und jetzt gilt es, das einfach über die Linie zu bringen. Kommen wir zu dem sportlichen Plan. Wie will man gegen Luckenwalde herangehen? Begeisternd war ja immer dann, die Leistung der Mannschaft zu sehen, wenn man voll offensiv, also hohes Anlaufen, Pressing, schon bei deren Spielaufbau immer mit auf dem Platz sein, dass man sie gar nicht erst ins Spiel kommen lässt, was ja dann auch Erfolg mit sich gebracht hat. Kann man das oder will man das vielleicht zu Beginn auch schon mal praktizieren, um da gleich klare Fronten zu schaffen? Durchweg 90 Minuten ist schwer, sowas, das weiß ich auch, aber wie hat man die Phasen schon im Kopf, wann man dieses sehr, sehr offensive Spiel antreten will? Ja, wir haben gestern eine Vorbereitung gemacht, sprich Videoanalyse, haben dann versucht, gewisse Sachen umzusetzen auf dem Trainingsplatz. Aber das eine ist Video und das andere ist Trainingsplatz, das andere ist Sonntag, 20.000 Zuschauer. Dennoch, ich meine, vor 20.000 Zuschauern passiv zu spielen oder zu beginnen, weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise wäre. Ich glaube, selbst wenn ich es anordnen würde, würden die Spieler natürlich dementsprechend auch anders vielleicht agieren. Also für uns war es so in den letzten Wochen, dass wir gemeinsam uns so diesen Matchplan erarbeitet haben und haben uns gesagt, okay, wenn wir so anfangen und dann gibt es ja immer Phasen im Spiel, auch wenn das nicht immer ganz so planbar ist, weil es ja auch manchmal Unbewegbarkeiten gibt, haben wir trotzdem zu beachten, was macht der Gegner. Das eine ist ja, was wir wollen, aber was will der Gegner oder beziehungsweise hat er auch einen Plan, haben die bisher immer gehabt in ihrer Saison, haben viele junge Spieler, die sich da sicherlich dann auch auf so ein Spiel freuen und wo man sich dann auch dementsprechend entwickeln kann. Fakt ist, wir brauchen Intensität, 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 Intensität. Das haben wir jetzt extrem in den letzten 5, 6, 7 Spielen gesehen. Gerade dann, wenn es dann in die Intensität geht und wo es darum geht, okay, wer kann diesen Punkt überschreiten? Ich glaube, da waren wir sehr, sehr erfolgreich, da waren wir sehr fokussiert, da waren wir, dass wir unter Profibedingungen trainieren, dass wir versuchen, konstant auf einem hohen Niveau zu trainieren. Ich habe das immer gesagt, wenn wir die englischen Wochen gut überstehen und daraus keinen großen Schaden nehmen, sondern im Gegenteil eine gute Punktzahl holen und wir immer eine Woche haben, um uns auf ein Spiel vorzubereiten, ich glaube, dann steigen die Chancen. Das sieht jetzt im Moment so aus. Ich weiß ja, dass viele gedacht haben, naja, selbst wenn sie gegen Greifswald gewinnen, aber dann das nächste Spiel in Babelsberg, da werden die nichts holen. Selbst wenn sie dann nochmal, für die ist das immer glücklich, ne? Habe ich ja schon mal gesagt, bei Bayer Leverkusen ist das immer Mentalität, ist immer Qualität. Ich glaube, dass das bei uns auch Qualität ist und vor allen Dingen Überzeugung, wenn man das ein oder andere Mal geschafft hat, in der Endphase eines Spiels ein Spiel zu drehen, dann haben sie gesagt, okay, dann aber in dem letzten Spiel, da mit dem, wie das im Vorfeld da abgelaufen ist und dann hat er noch Öl ins Feuer gegossen, aber dann wird es ja die nächste Niederlage geben.
Und wie man dann letzte Woche dann aufgetreten ist, mit welcher Überzeugung, mit welcher Spielstärke. Natürlich gab es da mal eine Phase, ne, wo ich dann auch 10 Minuten, ne, dann musste ich mir dann auch nach dem Spiel anhören. Die haben ja nur noch Glück. Also ich glaube nicht, wer nach dem 32. Spieltag da steht, wo er steht, dass das Glück ist. Ich will das aber auch nicht auf den Staff münzen, sondern das ist der Verdienst der Mannschaft. Die hat dann irgendwann für sich dann auch gesagt, es ist klüger, sich unterzuordnen, als sich übergeordnet sein eigenes Ding hier zu machen. Und so tritt die Mannschaft auf, und das ist schön zu begleiten. Letztens war überzeugend die Einwechsler, die ja das Spiel ja am Ende entschieden haben. Wird zu viel verraten, wenn wir sagen, es könnte in der gleichen Art und Weise jetzt die Formation sich darstellen zu Beginn, um dann großartig einzuwechseln? Es funktioniert nur dann, wenn es eine Akzeptanz gibt. Also sonst funktioniert das nicht. Natürlich hat der Spieler den Anspruch, von vornherein zu spielen. Dennoch, am Ende können immer nur 11 beginnen. Eine Mannschaft, die große Ziele hat, braucht immer mehr als 11 Spieler. Braucht einen ganzen Kader, braucht eine gute Trainingsqualität. Dennoch macht es ja was mit den Menschen, wenn ich nicht berücksichtigt werde von Anfang an oder manchmal schon gar nicht im Kader bin. Wir versuchen das zu moderieren, zu kommunizieren, sind da permanent im Austausch, und am Ende gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Und habe ja eingangs oder vorhin schon zwischendurch gesagt, auch am Sonntag wird das von hoher Bedeutung sein, gute Entscheidung zu treffen. Nur jede gute Entscheidung funktioniert nur dann, wenn die Mannschaft das akzeptiert. Ich nenne das in dieser Phase Unterordnung. Am Anfang der Saison ist es noch ein bisschen anders. Da geht es auch immer ein bisschen darum, wer hat das Momentum, wer ist in einer besseren Verfassung. Aber hier geht es auch darum, Strategien zu entwickeln, um diese 90 Minuten dann so erfolgreich zu gestalten. Wer könnte für dieses Spiel besser von Beginn an spielen? Wer könnte in diesem Spiel besser von dieser Bank kommen, ein doofes Wort, aber es hört ja dazu. Und wie gesagt, das haben wir in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht. Ja. Dennoch ist das ein absolutes Verdienst der Mannschaft, weil sie das trägt. Wir können es nur vorstellen, wir können es nur zumindest empfehlen und beziehungsweise auch entscheiden. Aber wenn die Entscheidung nicht akzeptiert wird, werden wir keinen Erfolg haben. Ein Blick noch zum Schluss auf die Aufstellung. 2 Spieler, die zuletzt gesperrt waren, kommen zurück mit Jonas Hofmann und mit Dominik Pelivan. Man kann davon ausgehen, dass die sofort in die Startelf rücken. Das ist das nächste Brett, wenn man sieht, der junge Jucke, wo wir aber auch dann in dem Spiel sagen, der kann von Anfang an spielen. Also wir haben das Vertrauen zum jungen Spieler, der aus der U19 gekommen ist. Putze bin ich schon immer jemand, der, wenn der gesund ist, dass der ein hohes Potenzial hat, viel leistet für die Mannschaft, gute Trainingsqualitäten hat. Nur jetzt kommt Pelivan und Hoffmann, die natürlich in den letzten Wochen auch sehr, sehr ordentlich und gut gespielt haben. Müssen wir gucken, wie wir es machen. Natürlich haben wir was im Hinterkopf. Ich bin ja nicht, ich treffe am Ende die letzte Entscheidung oder habe die letzte Verantwortung. Aber bisher haben wir das immer gemeinsam im Staff gemacht. Auf jeden Fall haben sie alle Möglichkeiten, am Sonntag zu beginnen, haben aber auch die Möglichkeiten, von der Bank zu kommen. Eins ist entscheidend. Wir brauchen am Sonntag 5 Top-Einwechselspieler. Weil das ist ein Spiel, was uns natürlich auch von der Spannung, vom Druck her alles abverlangt. Und dann gibt es Tagesformen, und darauf sollte man dann in dem Spiel, was man dann erkennt, reagieren. Aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft das genauso trägt, wie sie das in den letzten Wochen gemacht hat. Zumindest macht sie keinen Anschein, dass sie unkonzentriert wirkt, überheblich ist. Im Gegenteil, in dieser Trainingswoche vor so einem wichtigen Spiel so aufzutreten, ist nicht selbstverständlich. Und da habe ich auch die Erfahrung, und ich kenne dann die Wahrscheinlichkeiten, und das wird wahrscheinlich die Mannschaft auch für sich sagen. Und jeder einzelne Spieler braucht auch nicht mehr explizit drauf eingehen. Die Kommunikation mit der Mannschaft ist sowieso klar, sowieso dann, wenn wir Videoanalyse machen. Zwischendurch spreche ich dann so mit den einen oder anderen Spielern. Wir haben ja auch noch andere Themen mit Verträgen. Also bin ich da ja sowieso auch das ein oder andere Mal im anderen Austausch. Aber jetzt gilt der Fokus am Sonntag auf das Spiel und auf die 3 Punkte. Und wir freuen uns auf eine große Kulisse. Du hast vorwiegend schon von 20.000 geredet. Das wäre so ein Glanzpunkt nochmal am Ende der Saison beim letzten Heimspiel, dass man sagt, also so viele Leute wollen kommen, einerseits aus Neugier, sie möchten vielleicht auch dabei sein, wenn es eine vorfristige Entscheidung gibt, aber auch so ein Stückchen Dankbarkeit, dass also euerseits, dass ihr dankbar seid für diese riesenhafte Zuschauerkulisse über die ganze Saison. Aber ich glaube auch, die Leute werden sagen, ah, die haben es verdient, da gehen wir nochmal hin, Sonntag
Nachmittag ist vielleicht mal ganz gut, bei schönstem Wetter. Da müssen wir den Jungs da noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, diese Unterstützung ist ja für uns auch das, was wir brauchen. Das haben wir ja auch jetzt mehrmals gesagt. Wir würden da nicht stehen, wenn wir nicht diese außergewöhnliche Unterstützung hätten. Selbst nach Niederlagen dann wieder gemeinsam aufzustehen. Ich glaube, dass der Club mit den Fans und die Sponsoren, Mitgliedern, dass sie in den letzten 3 Jahren vieles richtig gemacht haben. Und jetzt können wir gemeinsam für diese Region, für diesen Club, für die Fans, die alles geben, die Sponsoren, die das unterstützen, denen es ja dann auch in dieser heutigen Zeit nicht immer so einfach fällt, zu unterstützen. Wir können uns jetzt gemeinsam in den nächsten 10 Tagen belohnen für was Großartiges. Und dann muss die Geschichte noch nicht zu Ende sein. Dann haben wir noch ein Pokalendspiel. Und wenn dieser Zusammenhalt so bleibt, und für mich ist Vertrauen das A und O. Wenn man vertraut, kann man Top-Leistung bringen. Wenn man anerkennt, kann man noch bessere Leistung bringen. Wenn man unterstützt wird, hat man diese letzte Überzeugung, holt man diesen letzten Prozent, der vielleicht gar nicht mehr da ist, holt man aus sich heraus. Dummgeschwätze, Niedermachen, auf Menschen rumtreten und so, hat noch nie zum Erfolg geführt. Soll aber jetzt anders sein, jetzt soll es zum Erfolg führen. Wir würden uns alle freuen, wenn wir einen wunderschönen Sonntagnachmittag erleben mit einem Sieg natürlich für die eigene Mannschaft und mal sehen, was der so bringt. Ansonsten haben wir noch eine Woche Zeit zum Feiern. So sieht's aus, vielen Dank. Wir werden alles geben.